Okay, so, ich glaube, es ist langsam, hat sich's eingehakt. Dann los geht's mit noch mehr Pokémon, würde ich sagen. Und, was habe ich gestern eigentlich gemacht? Wir haben auf jeden Fall unser Haus verlassen. Und dann sind wir hier lang gegangen. Ach ja, genau, uns wurde gezeigt, wie das Pokémon Center funktioniert, was definitiv gut ist. Okay, dann speichern wir halt kurz. Das ist definitiv auch eine wichtige Funktion. Okay, die sind alle geheilt. Das ist prinzipiell eigentlich auch ganz cool. Wir brauchen irgendwas, um Fire Fairy 2 auszutauschen, was halt ganz wichtig ist. Und beim Rest bin ich, glaube ich, voll dabei. Das geht eigentlich ganz gut klar. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal weiter. Ach genau, jetzt kommt die Trainerschule, ne? Ich erinnere mich. Los geht's. Hier in der Trainerschule Oh, was geht da wohl vor sich vor? Wie es scheint, versperrt Tauros den Weg. Aber unser Ziel ist ja sowieso die Trainerschule. Also müssen wir uns wohl keine Gedanken darüber machen. Gehen wir hinein. Oh, Alola. Ich muss euch wohl irgendwie überholt haben. Willkommen in der Trainerschule. Eine Muss für alle aufstrebenden Trainer. Ah, Professor Kukui. Das ist also das Mädchen, das Unterricht haben soll? Genau. Es darf übrigens ruhig etwas anspruchsvoller für Alola sein. Ich verlasse mich auf sie. Vier Trainer. Deine Aufgabe ist es, hier gegen vier Trainer zu gewinnen, Alola. Die Erfahrung, die du dabei sammeln wirst, werden dich und deine Pokémon stärker machen. Ach ja, wo ich gerade von Erfahrung rede. Yes! Wenn der EP-Teiler eingeschaltet ist, erhalten nach deinem Sieg alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Also dann, der Unterricht fängt an! Sie sieht vielleicht harmlos aus, aber all ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wurde nach seinem Abschluss sogar ein Captain. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn du einmal gegen ein Pokémon gekämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv eine Attacke gegen es ist. So bekommst du Infos zu den Wechselwirkungen zwischen den Typen. Um wilde Pokémon zu treffen, musst du einfach nur in hohes Gras gehen. Was? Was? Das sagst du mir jetzt erst? So sammelst du im Nu 4 Kampferfahrungen. Okay, dann wollen wir mal. Ey, der EP-Teiler. Also, ich weiß, dass viele Leute den EP-Teiler einfach richtig hart hassen. Aber Gott, finde ich den total gut. Ich liebe den EP-Teiler. Weißt du, jedes andere RPG in der Existenz der Welt besitzt einen EXP-Teiler, damit auch Gruppenmitglieder mitgelevelt werden, die einfach nicht in der Gruppe sind, weil du dich ansonsten einfach dumm und dämlich levelst. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Feature. Und aus irgendeinem Grund hassen das die Leute. So, Mädchen, du bist meine erste Kontrahentin. Wenn mein Mobile im Kampf geschwächt ist, will ich es mit einem Trank gleich wieder aufpäppeln. Was? Das Mädchen war einfach eigentlich ein Hotelpage. So funktioniert das aber nicht. Hotelpage Julia. Hey, wir judgen nicht, okay? Solarpute setzt Druck gegen den Gegner ein. Was war nochmal gut? Ich glaube gar nichts davon, ne? Weil das auch so ein Windding ist, ne? Vielleicht können wir es einfach wegpusten. Funktioniert das mit Trainer-Pokémon? Palim, Palim. Ich glaube es nicht. Ah, okay, das funktioniert nicht. Ich meine, hätte ja sein können, dass es einfach zurück in den Pokéball gepustet wird. Voller Kraft. Es muss ganz dringend aufhören, so zu weinen. Das macht mich echt sad. Was ist denn... Doch, es heißt auch Meteorologe. Ich denke mir die ganze Zeit, ich habe mich verlesen. Aber nein, es heißt einfach wirklich so. Ich habe mir übrigens heute mal eine Citra-Version runtergeladen, wo man die Texturen editieren kann.
und habe einfach mal ein paar Texturen editiert und wieder ins Spiel reingepackt. Das Spiel sieht einfach voll schön aus, wenn man so High-Quality-Texturen hat. Das ist halt echt Wahnsinn. Aber ich kann die halt fürs Let's Play nicht verwenden, weil ich die halt einfach konstant immer exportieren müsste und wieder neu reinpacken und wieder editieren. Das ist leider sehr viel Arbeit, daher warte ich, bis das dann irgendwann mal massentauglich ist. Dann spiele ich das hier vielleicht nochmal. Und dann sieht das Spiel einfach genauso aus wie Schwert und Schild. was? Zornklinge, finde ich gut. Lockduft ist, glaube ich, nicht gut, oder? Was kann ich denn da mal rausschmeißen? Weil ich glaube, eine Käferattacke zu haben, ist gar nicht so blöd eigentlich. Aber... Oder Giftstach? Konfusstrahl? Welches werfe ich raus? Ich bin dumm, ich weiß sowas nicht. Ich glaube aber, Lockduft war doof, oder? Ja, komm, Lockduft kann raus. 1, 2 und schwupp. Warte mal, wir können unser Pokémon mal pflegen. Und Beyoncé lernt Zornklinge. Beyoncé erreicht Level 6. Steckdose erreicht Level 9. Sollte diese Niederlage am Selbstbewusstsein meines Teams kratzen, leiste ich ihm seelischen Beistand. Ah, oh, das ist nett. Ach, die liebe Güte, was ist hier denn los? Ah nee, kann ich gar nicht machen. Ich hab gar keinen Zugriff auf mein Touchpad gerade. ja, RIP, würde ich so sagen. Ich muss leider flusig bleiben. Oh Gott, ich kann das nicht beenden. Nein, was habe ich getan? Kann ich einfach hier draufklicken? Nee, das geht nicht. Verdammt. Oh Mann! Mit Items kann man Pokémon nicht nur heilen, sondern auch ihre Statuswerte erhöhen. Im richtigen Moment eingesetzt, sind sie im Kampf der wahre Lebensretter. Wow, mega cool. Vielen Dank für den kleinen Ausflug. So, wir haben das überlebt. Irgendwie. Was geht bei dir? Gar nichts, doch. Also wirklich, Mauzi, warum gefällt es dir denn vor der Treppe so sehr? Du siehst aus wie so eine Hot Mom, die irgendwie Dates in meiner Area sucht. Aber nicht mit mir, Baby. Nicht mit mir. Okay, warte. Irgendwer von euch war das. Warst du das? Bücher sind so interessant. Das ist eine Lüge. Das hat nie ein Kind gesagt, Alter. Das hat noch nie ein Kind... Diese Worte kamen noch nie aus dem Mund eines Kindes, Alter. Schau, mein Safcon trägt eine Sinelbeere. Oh, wow. Oh shit, sie ist aber schnell erwachsen geworden. Sie ist auch noch ein Ass-Trainer. Ach du liebe Güte. Die machen das doch mit Absicht, oder? Das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht mit Absicht machen. Nee, warte mal. Ich möchte mal meinen Pokémon tauschen. Es reicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie mit demselben Ding kämpfe. Komm, wir evenen mal das Battlefield aus. Einfach ein Normal gegen Normalkampf. Das ist okay, das ist okay. Das ist nicht so okay. Er kann Härtner einsetzen. L-Taste und A. Was ist denn das hier? Du möchtest Geister-Pokémon mit normal... Oh, das ist ziemlich cool. Verbirgt Schwächen durch Einrollen. Hier bleibt den Verteidigungswert. Vielleicht sollten wir das mal machen. Wir sollen mal strategisch spielen. Ein bisschen strategisch spielen. Wenn er sich Härtner hat, igeln wir uns ein. Pop. Verteidigung von Yiff steigt. Oh nein, Bitch. Das wird definitiv der Yiff-Kampf hier. Ich mach das jetzt noch einmal. Und dann muss ich ihn heilen. Das ist okay, das ist okay. Das ist alles Teil des Plans. Haltet euch fest. Das wird einfach die Strategie des Jahres, Mann. Pass auf. Trank auf ihn. Ja,
Jetzt macht es nämlich keinen Schaden mehr, wenn er mich angreift. Jetzt machen wir gleich viel Schaden. Das ist relativ nice. Das heißt, ich kratze ihn einmal in seine Augen. Verdammt. Das war vielleicht doch nicht so schlau. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das wird, das wird. Ich muss ihn halt vielleicht nochmal heilen, aber das ist okay, das ist okay. Aber gleich erst. Der hält noch zwei Attacken aus. Der hält noch zwei Attacken aus, so das ist deutsch. Weißt du, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das einfach eine richtig blöde Idee. Komm, Fire Fairy, hau raus! Ist er nicht auch irgendwie gleich dabei, dass er einfach entwickelt oder so? Das passiert doch auch sehr bald, oder? Weißt du, unsere Katze ist halt auch einfach so total unimpressed, Mann. Ist so total. So, na bitte. Fire Fairy erreicht Level 13. Das finde ich schon mal ziemlich okay. Jetzt müssen wir gleich mal ins Gras gehen. ins Gras beißen. Und gucken, ob wir da irgendwas Cooles finden. Oh nein, Safcon! Bit, das war kein fucking Safcon, Alter. Das war alles, aber nicht. Aber halt, damn, Brudi. so funktioniert das aber nicht. Hier, ich gebe dir auch ein paar Sinelbeeren. Wenn du sie mit einem Pokémon tragen, dann. Cool, danke. Mein Safcon sieht so süß aus, wenn es mitten im Kampf an seiner Sinelbeere mampft. Die ist eine Lügnerin, Alter. Die ist halt die Lügnerin. So, geh mal nach draußen. Wie kann ich die denn verschieben? Ich weiß, dass es geht. Mit Y, ne? Und ich möchte, glaube ich, meinen Gif auf... Ah, nee, das ist das Item, was ich dann bewege. Wo kann man mit Y? Ach, hier ist der Y-Knopf. So, okay. Das war wichtig. Warte, da ist ein Item. Das nehmen wir noch mit. Ein Gegengift. Sehr nice. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas im Gras finden, was irgendwie vielleicht cool sein könnte. Oh, ein Ladybar. Wir haben schon einen Käfer. Wir brauchen keinen zweiten. Los, Gif! Iss ihn auf! Wir nehmen dann zumindest die HP, die XP mit. Wie gesagt, Grinding ist immer gut, sollte man immer machen. Los geht's! Don't stop! No one stops! Yiff hat fast ein Level Up noch bekommen. Entwickelt sich Yiff eigentlich nochmal weiter? Hat der eine Weiterentwicklung oder ist er schon ausgemaxt? Yiff grindet also. Uff. Oh, du bist cute. Was bist du denn? Ein Chillabell. Müssen wir das fangen? Sag mir bitte, dass das gut ist, damit ich das fangen kann, weil ich weiß nicht, ob das was kann. Was? Kannst doch nicht einfach mein Gif einschlafen. Stell mir vor, ihr schlaft beim Gifen ein. Das ist aber halt echt. Es ist nicht freundlich, Alter. Okay, es ist ein Normalvieh. Nee, dann will ich das nicht. Ich hab ja schon Gif als Normalvieh.
By the way, falls ihr es nicht gemerkt habt, ich bin einfach echt richtig schlecht in Pokémon-Spielen. Das heißt, ich brauche wirklich eure Unterstützung. Das heißt, wenn ihr mir nicht sagt, was ich hier mache, mache ich euren Quatsch die ganze Zeit. Zum Beispiel jetzt hier, dass ich konstant sage, Jiff, wach auf. Du kannst beim Jiffen nicht einschlafen. Das ist echt... Das ist nicht okay. Wow, okay. Dreh durch. So, wir fangen es jetzt einfach trotzdem, weil es cute ist. Okay, dann fuck you, Alter. Dann fange ich dich halt nicht. Ist mir doch egal, Mann. Was soll's? I don't care. Ich brauch dich nicht. So, das will ich doch nicht reinlegen hier. Wann geht's wieder auf die Legendary Route 1 gerade? Wahrscheinlich gleich. Ich brauche halt irgendwas, keine Ahnung, Pflanzen, Wasser, irgendwas anderes, was halt nicht normal Blitz oder Feuer ist. Halt, das kann doch nicht so schwer sein, hier wird es doch irgendwo irgendwas geben, Mann. Ich glaube, damit kann ich leben. Ich glaube, damit kann ich leben. Nein, mach dich nicht nass! Stärke von Feuerattacken wurde reduziert, das ist in Ordnung. Jiff ist feucht, Alter. Stell dir mal vor, so einen feuchten Jiff, Mann. Das ist... Was nimmt das hier für Ausmaße an? Warum seid ihr alle immer so? Warum bringt ihr mich dazu, das zu tun? Ich will einfach nur familienfreundliches, süßes, schönes Entertainment-Programm abliefern. Und dann kommt ihr und kommt mit feuchten Jiffs an. Und krustigen Höschen. Ihr seid alles schlimm, das bin nicht ich, das sind alles ihr. dank des EP-Teilers erhält noch alle anderen ein bisschen Erfahrungspunkte. Köpsel wurde ein Eintrag im Pokédex festgelegt. Hä, das hat 4 Entwicklungen? Ja, wir wollen Quapsel definitiv einen Namen geben. Und zwar... Oh, das ist ja cool. Das wusste ich nicht, dass das geht. So, das ist halt der Name, der muss... so, UL fett geschickt werden. In mein Team. Und dafür soll dann Fire Fairy 2 raus. Okay, so, wir haben endlich ein Wasser-Pokémon. Was sagt denn mein Pokémon-Team generell gerade? Normal, Wasser, Legendary, Feuer, Käfer und Elektro. Ich glaube, das ist okay. Ich hätte noch irgendwas gerne mit Pflanze. Und... Ja, aber dafür würde ich dann tatsächlich Ho-Oh rausschmeißen, weil der ist halt nice to have, aber er ist halt so... Versteht ihr? Es ist halt einfach so... Ich fühle es einfach nicht. Es ist so... Es könnte zum Beispiel durch einen Frisselblitz ausgetauscht werden. Aber ich glaube, der ist auch nicht cool. Nee. I don't feel it, to be honest. Komm schon, irgendwas Cooles noch. Gib mir was Nices, Bru. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh je! Hi! Oh je! Das brauchen wir! Oh je, schaut es euch an! Oh mein Gott! Oh, guck mal, wie klein es ist! Und es ist so klein! Oh je! Hallo! Dich brauche ich! Kratz ihm ins Gesicht!
Ah, oh, setz Charme ein und ich bin ganz verliebt plötzlich. Hält es noch eine Attacke aus? Ich glaube, ein Ruckzuck-Hieb hält es aus. Oh, guck mal, wie klein es ist. Yes, baby. Komm, einer geht noch. Ha, okay, jetzt können wir es einfach... Jetzt können wir Gift austauschen, Mann. Ich habe mein neues, normales Pokémon gefunden. Wobei, P ist Fee, oder? Das wurde aus... Das war mal normal und jetzt ist es Fee. P wurde gefangen. Perfekter Name. Wie sonst sollte man es nennen? In mein Team. Und dafür wird die Solarpute abgelegt. Sorry, aber da ist Pi leider wichtiger. So, ich möchte noch irgendwas Pflanzenmäßiges haben. Ich höre nicht auf, bevor ich nicht... Was ist das? Das ist nicht pflanzenmäßig. Das ist tragisch einfach nur. Wer kam auf diese Idee? Okay, weißt du, passt schon. Tausch gerade mal aus, weil der Rest des Teams ist leider zu schwächlich, als dass hier irgendwas gehen könnte. Aber das passt schon. Ich fühle mich mit meinem Team sehr wohl gerade, muss ich sagen. Mach dich bereit für Giftwolke, die absolute Lieblingsattacke von meinem Slimer. Damit vergiften wir alles und jeden. Ach, die liebe Güte. Er ist gar nicht mehr klein und dunkelhäutig, sondern plötzlich ein Ass-Trainer. Ein Schwalboss. Oh je, okay. Weißt du, Vogel-Pokémon, da weiß ich, dass die schwach gegen Blitzkram sind. Das heißt, bringt uns nichts, weil er halt nichts kann, was Blitz ist. Wir bleiben bei Fire Furry und schauen, was da geht. Vielleicht können wir ihn entzünden. Nice! Das hat funktioniert. Ein Kampf hat mir gewonnen. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch ein Kampf und dann sind wir hier auch durch. Also ist alles cool. Furry versucht, Feuerzahn zu lernen. Da werf ich den Heuler raus. War das Feuerzahn wird irgendwas Cooles? Anwender beißt mit flammenden Reißzähnen zu. Oh, ja. Was ist das für eine Frage, Alter? Los geht's. Der Nick hat subscribed. Vielen Dank dafür. Mega cool. Wie geht's dir heute? Habe ich schon erzählt, dass ich einfach den übelsten Kack-Albtraum hatte? Ich hatte den dümmsten Albtraum der Welt, Mann. Einfach super Existenzangst, weil ich zu spät zur Schule kam. Ich bin einfach seit 10 Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. Und halt, habe immer noch voll PTSD davon. Ha. Einfach das übelste Sad Life, Alter. Aber das scheint ja, wie gesagt, ich hab's ja auch vorhin schon erzählt, das scheint ja nicht so das Einzige zu sein. Ich scheine ja nicht der Einzige zu sein, der davon betroffen wurde. Sondern es gibt's halt bei voll vielen. Kann ich hier rausgehen? Okay, kann ich. Dann kann ich gerade nochmal ins Pokémon Center gehen und gerade mal meinen ganzen Kram heilen. Hey, Girl. Willkommen im Pokémon Center. Heil mein Pipi, bitte.
Ich fand das tatsächlich in, ich weiß nicht in welchem Pokémon es war, aber ich finde das immer cool, wenn du die Pokébälle dahin parkst und dann tauchen diese Pixel-Versionen auf und nicht diese gezeichneten Artworks. Also das sind ja nicht mal Artworks, das sind ja Screenshots der 3D-Modelle. Die finde ich nicht so cool. So, was brauchen wir denn mal? Oh, wir haben ja noch 36.000, Alter. Rasten wir aus. Miau. Gib uns einfach 35 Pokébälle, Mann. Jetzt habe ich 37. Shit, gib mir noch 3. Ich brauche eine gleichmäßige Anzahl an Pokébällen. Sehr gut. Okay, dann brauche ich ein paar Tränke. 13 sollten wir reichen. Ja. Dann auf jeden Fall Paraheiler, weil es gibt halt nichts Nervigeres als Leute, die ständig paralysiert sind. Also ich meine Pokémon, die paralysiert sind. Nicht Menschen, die paralysiert sind. Die können da wahrscheinlich nichts für. heißes Thema, Alter. Außerdem Aufwecker. So. Habe ich Fluchtseile habe ich auch noch nicht. Nehmen wir mal 5. So. Und dann kann ich hier auch noch irgendwas machen mit dem, oder? Was gibt's bei dir? Es ist 22 Uhr. Das ist okay. Bring mir eine Limonade. Okay. Gute Wahl. Einen Augenblick bitte. Hey Echo Hunter, was geht ab? Danke fürs Warten. Eine Limonade, ganz nach Bestellung. Eine besondere Limonade wird nach einem Originalrezept dieses Cafés zubereitet. Ihr traumhaft süßer Geschmack schmeichelt deinem Gaumen noch lange nach dem Genuss. Sie ist reich an Fruchtsaft aus frisch gepressten Beeren der Alola-Region. Die Zeit vergeht schneller, wenn man in Bewegung bleibt. Das ist keine Bauernweisheit, sondern wissenschaftlich erwiesen. Seit ich das weiß, denke ich immer genau darüber nach, wie ich meine Zeit verbringe. Und hier hast du deine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt's nur einmal pro Tag. Diese Spezialität ist eine Spezialität aus... Warum labern die immer so viel, Alter? Will er mir jetzt noch ein bisschen was von seiner Frau erzählen, die vor 2 Jahren an Krebs gestorben ist? Und wie lieb und toll sie war und halt diesen Saft immer gerne getrunken hat an ihren guten Tagen? Pokébohnen sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deinen Pokémon mit einer Pokepause? Pokébohnen. Okay, los geht's. Nein, hör auf mit mir zu reden. Du hast einfach Verbot, Mann. Das kapiere ich auch nicht. Warum kann das nicht einfach ein fliegender Wechsel sein? Ich meine, es ist dieselbe Map. okay, warte. Ich glaube, jetzt muss ich mit dir reden, oder? Du warst der Relevante von uns beiden. Ich sehe, du hast die allen anderen weggefegt. Doch hier endet deine Siegesserie. Hast du schon Angst vor der Realität? Vor der Fähigkeit von meinen Rettern? Hast du schon Angst vor meinem Rettern in der Hose? Oh shit, wenn sie einen Rettern in der Hose hat, dann ist es aber definitiv fragwürdig. Schuldirektorin Rubin fordert dich heraus. Das ist cute. Gibt's davon nicht so eine Pokéball-Version irgendwie? Und die wurde auf der Gamescom mal verbreitet? Irgendwie? Irgendwie sowas war da doch, ne? Ich meine mich daran zu erinnern. Dunkel, aber mich daran zu erinnern. Pipi erreicht Level 8. Ich möchte auch einen Level 8 Pipi haben. Meiner ist vielleicht auf Level 5. Ich meine, was? Nicht mein gesenkter Angriffswert konnte dich am Sieg hindern. Oh nein. Die Fähigkeit Bedroher senkt den Angriff des Gegners. Wer sich mit den Fähigkeiten seiner Pokémon auseinandersetzt, der hat seinem Gegner immer etwas voraus. Leider hat mir das diesmal auch nicht geholfen. Aber was soll's. Ich bin stark genug, um auch anzuerkennen, wenn jemand anders stärker ist als ich. Also gebe ich dir jetzt diese starke TM. Erklärung Nummer 1. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle eine Attacke beibringen. Vorausgesetzt, das Pokémon kann diese Attacke erlernen. Wenn nicht, Pech gehabt. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Die werden nie aufgebraucht. Voll praktisch.
Oh, die Schulglocke. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Alula soll bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole, Alula soll bitte in den ersten Stock kommen. Du hast doch hoffentlich nichts angestellt, weswegen du jetzt Ärger bekommen könntest. Ich doch nicht. Ja, das kann nicht sein. Du doch nicht. Ich würde mich doch niemals in einen Rüpel verlieben. Alula, du hast alle meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du? Bist du bereit? Yes. Sehr gut. Professor Kukui hat mir übrigens schon viel von dir erzählt. Du erlaubst, wenn ich mir einen Typenvorteil gegen dein Flammio verschaffe? Oh, verdammt. Sie war eigentlich ein Mann. Ich glaube nicht, dass das Ninkada unbedingt ein Typenvorteil gegenüber meines Flammiaus ist, aber... You tried, bro, you tried. So hard and you got so far. But in the end, it doesn't even matter. So. Der erotische Jürgen spendet 1 Euro. Sehr erotisch. Also so 1 Euro macht mich schon echt heiß, muss ich sagen. Besonders wenn er von 1000 Leuten auf einmal kommt, dann bin ich echt hot, Mann. Du bist einfach sensationell. Ach, was soll ich sagen? Vielleicht wäre es besser, wenn du mich als Lehrerin Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrerin einspringen würdest. Spaß beiseite. Das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Ah, cool. Mit einem Superball lassen sich Pokémon leichter fangen als mit einem Pokéball. Seine Pokémon und ihre Attacken zu erkennen, gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Nicht wahr? Hallöchen. Ich bin Captain Elima. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Das ist Alula. Sie ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie sie die Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe. Herzlich willkommen. Bitte zeige mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Captains halten nämlich Prüfung für Trainer ab, die den Insektenkönig bzw. die Insektenkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findest der... Was? In der Vegetationshöhle? Ach du liebe Güte. Die ist ziemlich feucht, musst du wissen. Es kann nicht schaden, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Haholi City gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, in dem du Pokémon finden kannst. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Tada! Ach ja, das Taurus vor der Schule dürfte keine Probleme mehr machen. Ich habe seinem Besitzer Bescheid gesagt. Ich schätze, auf Mele Mele weiß jeder sofort, wem dieses Taurus gehört. Also dann, Alula, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Alula hat den Unterricht in der Trainerschule abgeschlossen. Kommt alle her, zeigt auf sie und lacht sie aus. Vertrag dich immer mit deinen Pokémon, behalte auch Statusprobleme und wie man sie behebt im Hinterkopf. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Mach's gut und wenn du eine Beere findest, dann gib sie deinem Pokémon zum Tragen. Alula, ich hoffe, dass unsere Lektionen dir auf deiner Inselwanderschaft weiterhelfen werden und du eine wunderbare Zeit erlebst. Du kannst das Talent, um Champ zu werden, ich hab einfach einen Schlaganfall, Alter. Mach dir fleißig TMs zunutze. Sie machen deine Pokémon stärker. Hört auf, mit mir zu reden, Alter. Du und dein Flammiau habt wirklich toll zusammengearbeitet. Nun, ich wünschte, wir könnten einmal so zusammenarbeiten. Ich meine, da wir einmal schon mal hier sind, werde ich dich in Haholi City herumführen. Es ist nicht, als wären wir auf einem Date oder so, aber bitte folge mir.